Paragon? Kenne ich nicht. Oh, die Kamera. Hallo! Ja! Super Tag heute. Die Sonne scheint. Ich bin drin. Gestern war ich's nicht. Sonnenbrand. Sonnenbrand. Und anscheinend spielen wir heute Paragon. Das ist auch nicht mein Name da oben rechts. Uiuiui, okay. Ganz komisch. Da hat mir wohl ein Vögelchen einfach seinen Account gegeben. Egal, ich wollte das Spiel schon immer mal spielen und das machen wir jetzt. Es ist überhaupt gar kein Sound da. Oder hat das Spiel keinen Sound? Wo kann man hier? Wo sind die Optionen? Optionen, Optionen. Für Optionen? Was? Backslash? Die bescheuert? Nicht Backslash. Was? Okay. Ah, jetzt da. Okay, es gibt doch Sound. Alles klar. Ja, Paragon ist ein MOBA-Spiel mit einer etwas besseren Grafik als die üblichen Vertreter des Genres. AKA LOL oder Dota oder Hon oder Smite. Allerdings ist es ein bisschen aus der Third Person, nicht Top-Down-Perspektive. Und das gucken wir uns heute mal an mit einem Account von einem Kollegen von mir. Ich habe das Spiel noch überhaupt nicht gespielt. Ich wollte es immer mal spielen. Ah, guck mal, da gibt es sogar noch die Einstellung. Ha! Unbegrenzt. Weiß ich nicht, ob unbegrenzt so die beste Idee ist, aber okay. Das steht nicht alles auf hoch. Okay, wir lassen es trotzdem so. Wir wollen jetzt nicht in den Einstellungen des Kollegen rumfummeln. Ich wollte nur kurz wegen Audio gucken. Nicht, dass man uns gleich nicht versteht, ne? Das wäre ein bisschen doof. Ich habe, wie gesagt, absolut, so absolut keine Ahnung. Ich würde mir jetzt eigentlich gerne die Oberfläche angucken, denn hier gibt es zum Beispiel wöchentliche Aufgaben, irgendwelche Siegerkisten, was es mittlerweile ja auch ungefähr bei LOL gibt. Allerdings kriegt man die nur, wenn man einen S-Rang hat. Ansonsten gibt es noch ein paar Belohnungen. Gesamtstatistik. Oh. Gesamtstatistik. Gucken wir mal, was mein Kollege so hat. Spiele insgesamt 21, Siege insgesamt. Okay, ja, die Statistik werden wir ihm heute noch weiter zerstören und komm, wir drücken einfach mal auf Spielen. Was soll schon passieren? Spieler gegen Spieler, Koop gegen KI, Solo gegen KI. Richtig. Spielen. Ich kenne nicht mal die Helden. Ich kenne das Kaufprinzip nicht. Ich habe mal gehört, dass es irgendwas mit Karten zu tun hat, dass man Karten kauft oder so anstatt Gegenstände. Weiß ich nicht. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Okay, jetzt geschätzte Wartezeit. Spieler werden gesucht. Also das Spiel hat im Moment, also es ist in Early Access und es soll mal Free-to-Play rauskommen. Und im Moment kann man sich natürlich so Gründungspakete kaufen, damit man das in der Beta jetzt also quasi spielen darf im Early Access. Und die kosten, ich weiß nicht, 49 €, 59 € irgendwie so um den Dreh. Da gibt es zwei, drei Pakete. Jetzt gerade, vor, ich glaube, einem Tag oder so, ist es sogar für Goldnutzer, nee, Quatsch, Goldnutzer, für PlayStation Plus Nutzer Free-to-Play geworden. Mit so einem Standard-Gründungspaket. Allerdings weiß ich nicht, ob das von Dauer ist oder ob das jetzt nur quasi für eine Beta-Phase ist oder für einen Monat oder so. Ich bin mir da gänzlich unsicher. Deswegen, ich habe es auch nicht auf der PlayStation aufgenommen, weil ich erstens keine Elgato oder irgendein anderes Capture-Gerät habe und ich bin mir mit der Funktion der PlayStation, mit der Share-Funktion noch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, wie die Qualität da so ist. Deswegen habe ich mir einfach den PlayStation-Account vom Kumpel geschnappt und also auf dem PC installiert, weil auf dem PC gibt es das auch. Schon. Und da ist es eh leichter aufzunehmen und auch leichter zu spielen, sind wir mal ehrlich. Bereit, bereit. So, jetzt nimmt natürlich nicht jeder an. Oder? Doch, Tatsache. Ja, die Heldenauswahl. Keine Ahnung. Ja. Ach so, wie lange habe ich denn Zeit? 7 Sekunden, ach so. Leicht. Komm, hier den. Kann ich noch wechseln? Nee. Habe ich den jetzt gebannt oder habe ich den ausgewählt?
Ja, der entspricht exakt meiner Statur, deswegen das ist super. Ich hoffe, jetzt habe ich den nicht gebannt. Wobei, sonst nehme ich den hier. Der sieht auch krass aus. Bin ja eigentlich mehr der AD-Carry, aber. Wir spielen heute mal den Tank. Ich hoffe, dass es ein Tank ist. Steht das irgendwo? Teamchat. Nee, ist. Hä? Die Rolle Teamchat? Jede Rolle Kämpfer, Assassine. Ah, okay. Q, E und R sind Skills. Fernschussangriff, der den Helden oder Untertanen bei einem Treffer direkt zu Rikor. Achso, okay, das ist ein Hook. Wirkungsbereich um Rikor. Riktor, Entschuldigung. Der über 5 Sekunden insgesamt 70 Energieschaden verursacht. Okay, na eh. Rikor schießt einen kegelförmigen Bereich vor sich auf. Spießt. Ach, Gott je, ey. Ist noch früher Morgen, Entschuldigung. Ja, irgendein Kegel nach vorne. Ich weiß nicht, ob man noch mehr Skills hat, ob. Das waren bestimmt nicht die Ultis. Ich weiß nicht, ob wir ein gutes Team haben oder ein schlechtes Team haben. Hier sieht man jetzt mal rechts die Map. Ich hoffe, die Kamera ist nicht im Weg. Das werde ich gleich sehen. Bernsteine sammeln. Wachstum der Macht. Vorrücken zum Sieg. Also ich habe das jetzt hier extra blind gehalten, die Sneak Peek. Es wird keine Let's Play-Reihe. Vielleicht, wenn das Spiel irgendwann mal rauskommt, fertig. Ich hätte jetzt natürlich auch schon mal vorher zocken können, aber ich habe gedacht, komm, wenn du auf die Fresse kriegst, ist das lustiger. Muss ich auch irgendwas drücken? Nee, ne? Ich bin ja schon fertig. Ja, Partie beginnt. Also es ist wie gesagt wie bei LOL oder allen anderen MOBAs. Man muss die Türme erst kaputt machen. Wir sind wahrscheinlich die Blauen, nehme ich jetzt mal an. Ja, wir sind blau, wir müssen die Türme kaputt machen. Sieht man meine Maus, meinst du nicht? Sehr gut. Okay. Kaufen, wo kann ich kaufen? Linksteuerung zum Aufwerten. Nee, das ist was anderes. Den Hook. Wo kann ich denn jetzt kaufen? B. Ist denn mit ihm los? Super Saiyajin-Modus. Ach, das war wahrscheinlich der Teleport. Wo kann ich denn jetzt kaufen? Das sollte man schon wissen. Warum steht das da nicht? B ist ein Teleport zurück und. Ach komm, wir haben die Zeit, ja? Drück mal alle Tasten durch. Irgendwann passiert schon was. Wähle ein Deck aus. Kämpfer, Unterstützer, Energieschaden. Bestätigen. Ah, alles klar, das war G. Totems sind mir kackegal. Hier, wir nehmen mal Heiltränke rein. Ja, mach doch. Ah, auf die 1 von mir aus. Auch Vorschläge gibt es hier auch. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Das gibt's noch nicht. Kann ich auch irgendwie schneller laufen? Gibt es hier nicht irgendwie so einen. Das ist. Komm, wir gehen einfach nochmal zurück. Jo. Alles klar, jetzt sind wir uns sicher, das ist der Teleport. Ich bin mir noch unsicher. Ich gehe einfach mal in die Mitte. Ich schlage. Okay, mit Linksklick, heißt Rechtsklick, ist noch gar nichts. Vielleicht ist das irgendwann die Ulti. Das Einzige, was ich im Moment kann, ist hooken. Okay. Das hat wohl eine kleinere Range. Boah, das macht mir aber ganz schön. Das gibt mir aber ganz schön. Ah, komm, wir spielen mal den Top-Laner und verteidigen im Moment nur den Tower. 2 Sekunden. Irgendwie um Hilfe ruft. Moment, Heiltränke waren hier, ja. Ach, da ist doch schon jemand. Ich komme, ich weiß nicht, wie ich schneller laufen kann, aber ich komme. Sehr gut. Ich habe zwar keinen Assist, aber. Aua!
Bam! Bam! Ich wette, man müsste hier ein mega krasses Teamplay machen. Und was ich tue, ist halt richtig scheiße. Aber es ist das erste Match. Ich hätte mir vielleicht doch erklären lassen sollen, wie das Spiel zumindest funktioniert. Okay, ich bin alleine Mitte und ich gehe mal nach... Ach komm, wir ziehen durch. Ach, jetzt kann ich aber immer schnell rennen. Ich gebe mal Gas, ne? Ach, ich kann schon wieder Level upen hier. Okay, nehmen wir jetzt mal die E. Ich kann nochmal Level upen. Ach du Kacke. Ging nicht auch R? Ach so, R ist die Ulti. Nehmen wir nochmal die E. Weil ich brauche ja nur einen Hook, ne? Nochmal hier einen Heiltrank. Okay. Da E-Schaden. Alles klar. Komm, ich gegen den Range-Kämpfer. Ah, da guckst du, ne? Hier sitzt jeder Hook. Na, hast du gedacht, ne? Ne, 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 Kollege. Aua. Brauch mal Hilfe. Da kommt jemand. Alles klar, rein. Warum kann ich nicht hocken? Warum kann ich nicht hocken? Bam! Hab ich keinen Mana? Na, ich tatsächlich. Jo, stirb halt. Musste mal zurückgehen. Drücke B, rechte R3, um zur Basis zurückzukehren. Was ist denn R3? Hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Nee. Drücken wir B. Hätte jetzt gedacht, vielleicht Mausbutton 3 oder so. Ach, okay, das ist ein... Ja, natürlich ist Play-Steuerung noch mit angezeigt. Drücke G. Alles klar. So. Early Game. Kann ich schon hier fürs Midgame kaufen? Die Mana-Trank brauchen wir nicht. Kann weg. So. Moment! So, ich wollte doch noch gar nicht. Das bringt doch Energieschaden. Ich will doch gar nicht Energieschaden. Ich will hier tanky gehen. Entfernen. Ist ja auch irgendwelche. Das gibt schon mal Leben. Auch Leben. Situationsabhängig. Physische Rüstung. Komm, das sieht wichtig aus. Okay. Vielleicht habe ich nicht mehr Geld. Wo steht denn mein Geld überhaupt? Ach komm. Nicht genutzte Macht 1. Oh, wir können jetzt die Ulti leveln. R, ich drücke R. Warum geht nicht R? Okay, dann machen wir nochmal E. Ach, jetzt habe ich Rechtsklick geskillt, das geht dann auch. Was ist denn der Rechtsklick? Wow! Wie sehe ich denn? Bin ich denn hier? Von Iron Man oder was? Iron Man 2. Sag mir nicht, du gehst jetzt wieder da oben hin, du feige Sau. Jetzt kann ich die eher. Laufen im Kreis. Ja, ich denke, ich muss jetzt hier ein bisschen auf Support warten. Ich weiß nicht, ob ich den Typen jetzt one-on-one wahrscheinlich, allerdings habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Er will mich in seine Tower reinziehen. Ja, ja. Kann ich hier nicht hochspringen? So ein Lappen. Ah, funktioniert. Ah, der hat Schiss vor mir, wie süß. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ich
schon! Weiß nicht, was ich tun soll! Er funktioniert nicht! Aber jetzt rennen wir weg und meine Minions machen den Rest, oder? Jawohl, nice! War genauso geplant, ich wusste, dass der kommt. Immer die Map oben im Auge behalten, ganz wichtig. Erstmal zu spielen. Muss man hier wahrscheinlich nicht durch die Halsringe. Was bringt mir eigentlich die 3? Dieser Pfeil oder was das da ist? Den lese ich mir mal ganz kurz. Entsendet Sammler schneller. Sammler sammeln Karten, macht für dich und dein Team ein. Das ist langweilig. Hier, Energierüstung. Das will ich haben. Kann ich nochmal den Mana-Trank da reinpacken? Nee, ne? Okay. Alles klar. Ich kann schon wieder leveln. Mit dem Leveln geht schnell. Schocktherapie. Die nächste Peitsche verursacht mehr Schaden, so wie Stille und irgendwas mit Max-Geschwindigkeit. Okay, komm. Das ist für meinen Auto-Attacks dann. Guck mal, da ist er wieder. Hallo. Hallo. Verarscht. Schade. Kann ich nicht über die Gegner drüber. Was ist denn überhaupt für ein Vieh? Der reitet auf so einem Raptor. Aber da kommt wieder mein Jungler an, würde ich sagen. Bam! Ja! Wir machen unsere Sache hier gut, ne Kumpel? Ich weiß nicht, ob ich Scheiße baue und du machst alles richtig, aber läuft schon. Jetzt müssen wir mal zum Nexus. Zum Nexus, Quatsch. Ein bisschen zu weit. Zum ersten Tower. Ist ja auch noch nicht mal der Inhib. Also auf der Karte sehe ich noch nichts Gegnerisches. Ich habe ein bisschen wenig Mana, finde ich. Ich kann ja nicht mal richtig eine Kombo raushauen. Gut, da kommt was. Oder? Oh, die brauchen Hilfe, da gehe ich mal hin. Ich komme! Will ich Support, laufen mir Leute hinterher? Der läuft ja in den Tower rein. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ah, hast du nicht aufgepasst, ne? Boah, lol, die sind ja alle an mir dran. Komm her. Ist der jetzt mit dem Hook gekillt? Oder wie ist der gestorben? Ich kann eh nichts tun, außer Präsenz zeigen, gerade. Zack, meiner. Sehr gut. Habe ich denn jetzt irgendwie 5-0, 4-0, irgendwie so? Der könnte mir mal kurz helfen beim Tower. Gute Arbeit. Ha! Ich wurde gelobt. Glaube ich zumindest. Ah, komm, die E können wir nochmal. Na, E-Damage. Da kommen da wieder. Irgendwie kann man Vasallen aufwerten oder die anderen sehen irgendwie krasser aus als ich. Also als unsere. Okay, die haben geswitcht. Da muss ich raus. Da muss ich raus. Komm schon, triffst mich nicht. Hahaha, Lappen. Kann gar nichts. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, jetzt 2 gegen 1. Jetzt brauche ich Support. Gibt es irgendwie Tastenkürzel für Need Help? Ich def einfach nur den Tower. Was? Nicht getroffen? Ach komm, die Range zu kurz. Ja, da kommt Hilfe, aber das sind ein bisschen viel Brasen. Wurst oder Wurst vor. Ich laufe. Boah, der hat aber auch scheiß Tower.
der mich bestimmt richtig schlecht an. Allerdings habe ich gar, dafür gar nicht so schlechte Stats. Natürlich nur aufgrund meiner Teammates, die mich hier jedes Mal supporten. Aber das ist ja ein Teamspiel, also. Ist jetzt nicht das Problem. Oh, wir sind drei. Mach dir mal an. Oh, falscher Skill. Hat nicht funktioniert. Hoffentlich macht der jetzt hinter mir nichts Blödes. So, jetzt. Ich glaube, da reicht die Range nicht so ganz für. Oh, irgendwas haut mich da. Wer ist er denn? Ich glaube, wenn ich jetzt gegankt werde, dann. Der macht aber auch Schaden mit seinen komischen Fläschchen, die er da wirft. Problem ist, ich kann nicht weg, glaube ich. Ich habe jetzt kein Escape Skill. Oder Engage Skill gar nicht. Ich geh mal weg. Epic! Level 2 Uhr ist sehr gut. So, können wir die Dinger eigentlich ausbauen? Erhöht das Leben. Kampf länger durchhalten. Physisch erlittenen Schaden. Verringert den physisch erlittenen Schaden erheblich. Nehmen wir das? Nehmen wir das, ne? Ne, können wir nicht. Nehmen wir das? Können wir über. Wie geht das überhaupt? Karte auswählen. Linksklick. Leer. Komm hier. Kann ich nach ganz unten und richtig krasse Sachen auswählen? So, hab ich jetzt irgendwas gemacht, ne? Keine Ahnung, ob es cool war. Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt laufe ich auf jeden Fall ein bisschen schneller. Oh, die sind schon bei uns nah dran. Ich komme! Der Typ sieht ein bisschen aus wie von, nee, doch nicht. Hab mich geirrt. Mein Fehler. Nee, Kumpel. Nee, da komme ich schon an. Oh, schade, er hat mich direkt gesehen. Schneller! Oh, und da sind sie direkt zu zweit. Kann ich vergessen. Aber wir auch. Na, das sind drei Kumpel. Geh da jetzt bitte nicht rein. Ich will nicht 2 gegen 3. Tu's nicht! Der ist unsichtbar. Der wird jetzt nichts machen, oder? Aber das hat mich irgendwie mehr Leben gekostet. Ich hab Cooldown 5 Sekunden, Kumpel, warte. Geh jetzt einfach mal hier auf den hier, der kann aber bestimmt gar nicht. Krank schlucken, Alter, was ist das denn für ein krasses Ult? Aber ich hab kein Mana für Ult, ne? Das ist blöd. Ich hab für nichts Mana. Was ist das für ein Kack-Mana-Pool, den ich hier hab? Schade. Ja, ach was, komm, ich steh doch am Rand. Okay, da komm ich nicht mehr raus. Nice, ich wurde gedeckt, schön. Jetzt muss ich nur ein bisschen evasion. Nee, daneben, Kumpel. Nee. Vielleicht nächstes Mal. Ich brauche mehr Mana, ey. Das kann so. Oder Mana Regeneration oder so. Geh doch mal rein! Du wirst doch noch voll viel Leben. Ich brauche irgendwo Mana her. Der hat ein bisschen Mana. Ja, mach von mir aus da rein. So. Steuerung. Jetzt können wir wieder ein bisschen aufwerten. Nochmal den Rechtsklick. Die Peitsche. Ach, die Peitsche sag ich schon. Den Hook
Euer nicht aufwerten, oder? Er tut seinen Zweck, solange sich jetzt nicht die Range erhöht dadurch. Schade. So schade. Ich komme. Ich bin auch noch da. Okay, ich mach anscheinend Energieschaden. Die anderen schon alle ihre Tower gemacht oder was? Die ist eigentlich bei mir. Muss kurz. Boah. Ah ja, ich will da jetzt nicht reinspringen. Was? Sag mal, sind die bescheuert, dass sie so auf mich gehen? Oh, ja. Ich bin alleine, sehe ich gerade. Ja, aber jetzt kommen sie alle. Eiltrank. Ach so, das kann ich. Das ist ein. Nee. Ich dachte schon, das wären. Oder das ist die 6? Nee. 3? 2? Nee, keine Ahnung. Nochmal einen Heiltrank benutzen. Was? Ich bleib mal kurz hier in der Ecke stehen. Der hat keinen gekillt. Ein bisschen unübersichtlich so. Ich sehe nie, wer wen killt. 3. Was? Komm schon. Ist das wirklich zu kurze Range oder bin ich zu blöd, dich zu treffen? Können wir jetzt mal irgendwie den Tower wegmachen? Der stört mich da ein bisschen. Wir machen auf jeden Fall Energieschaden anscheinend. So, weg das Ding. Ja, geht aber relativ schnell da. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass man hier so extrem viel stärker wird. Laufen des Spiels. Ich habe das Gefühl, ich könnte mit Level 1 theoretisch. Oh, hinter uns. Was? Ach, der rennt doch jetzt zu seinem Bros. Da weg? Nein, bricht ab! Da mal kurz Präsenz gezeigt. In der Hoffnung, dass sie ihn dann in Ruhe lassen. Also ich finde jetzt nicht, dass ich viel mehr Mana habe. Nicht benutzte Macht 3. Vielleicht ist das die Währung? Ich weiß, man müsste mit Sicherheit irgendwie das Sammler-Ding benutzen da, um irgendwie mehr Geld zu kriegen. Ich hoffe einfach mal, dass die anderen das genug machen. Kosten 3, okay, alles klar, hier stehen die Preise. Aber kann man die nicht irgendwie. Kann man nicht upgraden oder so? Annihilation. Ja, das Ding benutze ich doch eh nicht. So, kann ich den jetzt hier nochmal. Kosten 3, ich dachte, ich hab 3. Oder, okay, die kann ich wahrscheinlich nur einmal holen.
Teleportiert den Helden, bla bla bla. Leben, Energie, Durchdringung. Schlüssel des Fürsten habe ich, glaube ich, schon, ne? Okay, kann ich mehrmals. Aber dich kann ich nicht mehrmals, oder was? Man kann ihn mit Sicherheit noch irgendwie upgraden. Anstatt sich so viel Kacke da irgendwie in die Itemleiste zu ziehen. Aber wir spielen es das erste Mal. Okay. Wir halten uns gut. Ich bin Erster anscheinend mit 4-0. Ne, okay, einer hat 6-0. Ich werde nur als Erster angezeigt. Mein Fehler. Den jetzt El Polo helfen, der Typ, der uns jedes Mal geholfen hat. Ich komme! Tag weg den. Ah, oh, die Range ist so kurz mit dem Hook. Okay, es wäre ein 1 gegen 1. Ich habe keine Ulti mehr. Ah, und dann. Ja, ich bin auch. Ja, das wird nichts. Dann kann ich noch so gut sein. Ich kann auch ein bisschen versuchen, AE-Damage zu machen. Oh, da ist einer. Einer macht irgendwas. Okay. Komm schon. Er hat kein Mana mehr, ich allerdings auch nicht. Erstmal ein Halt. Ich werde ihm den Weg versuchen abzuschneiden. Sehr gut. Ah, ist ein guter Junge, der El-Follow oder wie er heißt. Er hat mir schon mehrmals den Arsch gerettet. Haut er ab? Bleibt er hier? Ich bleib mal hier. Ich muss ja auch irgendwann mal sterben. Wird dann wohl jetzt sein. Oh, noch einer hier. Nicht schlecht. Oh Gott. Ja, aber klar, er geht auf mich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da rausgeflogen bin, aber es hat funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich oh, Riplash, geiler Name. Nicht, dass ich es war. Vielleicht seine Ulti, die er auf mich gemacht hat. Dass die am Ende noch mal einen zurückschlägt. Ich find's Quatsch, dass der Tank ist, der kann zwar hooken, allerdings ist er ja so kurz. Greift die mittlere Strecke an. Aha. Okay, gibt's nicht. Das sind doch so Kästchen. Kann man das nicht upgraden oder so? Hier jetzt sowas? Nicht Energieschaden. Hier, kann ich das nicht da reinpacken? Ist das jetzt nicht da? Ist doch jetzt da drin, oder? Alles klar, man kann die doch upgraden. Hier Schutz nochmal rein. Okay. Wo stehen jetzt meine Punkte, die ich noch zu verteilen habe? Ich glaube, ich habe alle rausgehauen. Okay, man kann sie also nur noch upgraden. Das macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Wo steht eigentlich unser Level? 12? Ja, Level 12 sind wir. Was haben die anderen so? 14 hat der eine. Der El Bollo Loco! Boah, alle in der Mitte. Was macht der? Was? Okay, Kumpel, wenn du den gekillt hast, bin ich sofort bei dir. Versprochen. Der tut ja gar nichts. Ach komm, das ist doch scheiße, der. Ach, der hat so einen Dash. Hat er den jetzt mal gekillt? Ja, ne, das heißt, wir könnten jetzt, wenn irgendwer da wäre. Zwei fighten. Ich kann nichts tun ohne Hilfe. Okay, jetzt gehe ich rein. Komm. Da ist eine Wand, Kumpel. Schlecht.
Ah, da kriegst du Hilfe, ich will die trotzdem haben. Sehr gut. Ich hab One-on-One gesiegt! Yes! Trotz Sonnenbrand im Gesicht. Direkt wieder zurückgehen. Auch nicht G. B. Kann ich trotzdem schon mal G drücken. So. Was können wir noch? Hier. Nichts. Gut, es gab einfach nichts. Vielleicht hätte ich den TP kaufen sollen. Kann ich die Karte größer machen? Ich auf M? Geht's gar nicht, okay. Ich habe auch noch nie irgendwem auf einer anderen Lane geholfen, ne? Allerdings läuft das gerade ziemlich gut für uns. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum. Gut, ich habe 5-0. Die anderen müssen wirklich, wirklich schlecht sein. Vor allen Dingen, da ich ja, ich weiß nicht, wie das läuft. Allerdings spiele ich ja über den Account von Kollegen. Komm, 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 komm. Nice. Einfach rausgefischt, komm. Den tank ich, den Power. Nimm ich einen Trank, bin ich wieder voll. Steuerung und Mummel. Ja, das war die Ulti-Skill. Die habe ich übrigens jetzt gleich wieder in einer Sekunde. Jetzt haben wir wieder Ulti. Abkürzung. Abkürzung. Einfach mal. Ein paar Plays machen, ne? Muss das sein. Irgendwer muss ja die Plays machen. Mach ich jetzt? Ja, den Trankstück. Ich hätte den Mana-Trank nicht verkauft. Kann ich hier nicht durch? Doch. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt tanken sollte, ob das gerade von mir verlangt wird. Allerdings fällt da ganz schön was aus. Jetzt kann man nochmal was tun. Komm, ich death hier euch ein bisschen, wenn die ankommen. Ah, jetzt nicht so geil. Okay, ich muss mal kurz da raus. Warum kann ich jetzt zum Beispiel den Trank nicht mehr nehmen, obwohl der Cooldown abgelaufen ist? Weil ich Infight bin oder hat das einen anderen Grund? Ich zeig mal kurz Präsenz einfach. Ah, der Typ will mich haben. Schade. Naja, wir haben jetzt 6 Punkte. Das ist ganz gut. Ich hoffe, die halten mich jetzt nicht auf. Und teleporten. Radbrustor. Huh. So. Den Stab ein bisschen pimpen. Ne, Energieschaden wäre Damage. Hätte gern den. Ach, den habe ich schon, ne? Naja, jetzt muss ich die beiden ja quasi nehmen. Ja. Ja, einen Machtpunkt habe ich noch, aber... Ah, ich habe was gerade gefrühstückt. Ja, und ein bisschen. Hab noch ein bisschen Nachgeschmack. Von den ganzen Erdbeeren. Ich komme! Okay, links ist safe. Eigentlich sind wir jetzt schon komplett vom im Heal. Ach, vom. Ja, doch, vom Inhib. Ja, guck, wenn ich komme, wird das Ding gedreht. Megastream. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht wie, aber wir gewinnen es gerade. Den Typ müsste ich irgendwie ein bisschen protecten. Ist der gerade voll rein? Down. Schön. Das ist ein Teamspiel, ne? Da spielen meine Sets nicht so die Rolle. Können wir jetzt schon drauf oder müssen wir die anderen erst platt machen? Von rechts kommt auf jeden Fall einer.
Nein, schönes Ding. Einfach weg. Sieht man den Cooldown, wann die wieder da sind? Oh lol. 50 Sekunden mittlerweile. Nein! Komm mal mit einem Schaden auf die Minions. Boah, das ist aber gerade ganz schön laut. Oh, da kommen so. Sind da zwei AFK? Sind die ganze Zeit AFK? Nee, ne? Ah, seit Level 8. Easy! Win! Mein erstes Game Paragon und gewonnen. Ja, was hatte ich? 6-0? Da wird sich der Basti freuen, dass ich spielstand. Das ist ja meine Sets, die ich wissen will. Fick dich! Ja. Okay, ist auch mega easy. Ja. Muss man dazu sagen. Sehe ich die Sets jetzt nochmal? Ja, da 7-0. 7-0. 1,2k Gold nur. Okay, da hat einer noch weniger. 1,1. Und 510. Ich hoffe einfach mal, dass es Gold ist. Das hier rechts. Ne, da steht sogar dran. Globale Karten-EP eingesammelt. Untertan-Kills. Okay. Da habe ich nur 26. Das war nicht so geil. Unterstützung brauche ich nicht. Tode 0. 0! Ja. In LOL hätte ich jetzt eine S bekommen. Und eine Truhe. Und ein Schlüsselfragment. Okay. Irgendwie wöchentliche Aufgaben. Ich will nichts wählen. Das ist ein bisschen gemein. Das kann besser der, dessen Account das hier ist. Schub. Ruf wird benutzt und Meisterherausforderung. Ich, ja, annehmen. Fortsetzen. Gut. Ich würde gerne nochmal in den Shop gehen, ganz kurz. Auch wenn das Video schon fast eine Stunde bestimmt lang ist. Gefühlt. Das sind Rufpunkte. Die gab es jetzt, glaube ich, da gab es gerade 1000 Stück von. Also das sind ganz normal über Siege zu erhalten. Das ist jetzt nichts, was man kaufen muss. Die Münzen sind wahrscheinlich die Sachen, die man kaufen muss. Kostet 9 Euro. Diesel Steel Bundle. Das ist jetzt nur der Skin, der kostet 9 Euro, oder was? Also für ein Spiel, was noch nicht raus ist, es ist schon hart. Es ist auch kein LOL. Es muss sich ja erstmal an LOL messen, ob es dieselbe Aufmerksamkeit und Popularität erfährt. Und dann schon Skins für 9,99 Euro rauszuhauen, ist schon echt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Starter-Bundles, mit denen man sich quasi Zugang zu diesem Spiel holen kann, einfach mal 60 Euro kosten. Es ist ein Vollpreisspiel, was schon, weiß ich nicht, also das spielen ja schon halbwegs viele Leute. Und die haben da schon allein damit Kohle gemacht und die werden auch, wenn das Spiel raus ist, über die ganzen Skins richtig Kohle machen. Aber das jetzt schon rauszuballern, was ist das hier? Aufwertung, Starter oder weitere 10 Meisterherausforderungen und 4 Stärkungen, 30 Euro. Keine Ahnung. Es ist einfach hier 60 Euro da, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es Pay-to-Win ist, ich glaube mal nicht. Kann sich auf jeden Fall auch alles erspielen und vielleicht sind es auch nur Helden oder Skins, die man bekommt. Keine Ahnung. Stärkung. Ja, sowas ist natürlich immer assi. Die gibt's auch bei League of Legends. Ich nehme jetzt einfach mal die ganze Zeit LOL als Vergleich, weil es nur mal, ich glaube meines Wissens nach, der größte Vertreter des Genres ist. Ich war da noch nie so der größte Fan von diesen Bonus-XP-Dingern. Also Quatsch. Bonus-XP ist okay, dass man bei League of Legends zum Beispiel schneller Level 30 wird, wenn man jetzt sich zum Beispiel einen neuen Account macht oder keine Lust hat zu warten. Das ist ja auch wirklich manchmal die Hölle. Da braucht man ja auch fast einen Monat gefühlt für, um auf Level 30 zu kommen. Und wenn man, gerade wenn man schon mal Level 30 hatte und muss das dann vielleicht nochmal machen, weil der Account gebannt wurde oder du das Passwort verloren hast oder aus anderen Gründen, weil du smurfst oder so, keine Ahnung. Also es ist natürlich bitter, nochmal fast einen Monat oder vielleicht sogar länger als einen Monat zu warten. Da sind XP-Boosts, sind schon geil, aber diese Rufboni, ja gut. Ich meine, bringt den Leuten ja jetzt auch keinen Vorteil, wenn sie mehr Champions oder so haben. Wenn sie die trotzdem nicht spielen können. Ich find's ein bisschen Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Hier sind Helden. Ne, das sind Skins. Okay, die kosten 500. Jetzt müsste man wissen, wie viel 500 kostet.
Na, wie viel? Ja, 500 Münzen wert sind. Münzen kaufen. Ah. Spielt keine Rolle. Ich finde es schon relativ gutes Spiel, sieht super aus. Ich weiß nicht, Unreal Engine 85 oder so. Nee, ich weiß nicht, Unreal Engine 3 oder 4 oder ich weiß, tut mir leid, ich weiß es jetzt wirklich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall, sieht schon gut aus. Gerade für ein MOBA-Game, was quasi so ein bisschen in Smite-Richtung geht, es sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Und Grafik verkauft ja genug, ne? Also wenn ein hübsches Spiel gesehen wird, greifen ja schon mal ein paar mehr Leute zu, deswegen das verkauft sich dann natürlich auch bestimmt dementsprechend ganz gut. Also es hat Spaß gemacht. Das ist ja das Wichtigste, es hat Spaß gemacht. Und ich denke, es macht doch Spaß, wenn man kein Geld da rein investiert. Und ich habe den auf Level 2 gepusht. Also, wir haben was erreicht. Es hat Spaß gemacht. Das sollte am Ende des Tages, sollte das auf dem Zettel stehen. Es hat Spaß gemacht. Und wenn das Spiel raus ist, spiele ich das vielleicht auch noch ein bisschen, um mal so richtig reinzukommen. Weil ich habe ja jetzt nicht wirklich gerafft, wie das mit dem Kaufen und alles funktioniert gerade. Da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf bei mir. Deswegen ist ein gutes Ding. Ist gut. Macht auf jeden Fall Laune. Solange es nicht übermäßig teuer ist oder man Geld investieren muss, wird sich's auch seinen Platz irgendwo zwischen den ganzen MOBAs erkämpfen und festigen können. Und deswegen machen wir hier Schluss. War ja lang genug. Ja, Wiedersehen, ne?